Abgeordnete Weges von der AfD hat das Wort mit 23 Minuten Redezeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Staatsminister Posselt, meine Damen und Herren! Welch ein staatstragender Titel der Regierungserklärung Gemeinsam für die Sicherheit in Hessen. Aber gehen wir doch in Bezug auf Sicherheit zunächst einmal in der Zeit etwas zurück und schauen, was in den letzten 25 Jahren einer CDU-beteiligten Landesregierung im Bereich der öffentlichen Sicherheit so alles in Schieflage geraten ist. Da wären unter anderem zu nennen No-Go-Areas in den Städten, ausufernde Konflikte fremder Länder auf unseren Straßen, offengelebter islamischer Antisemitismus, Anstieg der Drogenkriminalität, Messerdelikte auf offener Straße, in Zügen und an Schulen, Gewaltdelikte an Frauen und Mädchen in Form von sexuellen Übergriffen bis hin zur Gruppenvergewaltigung. Vielen Dank. Einiges davon war vor 20 Jahren so nicht denkbar. Mittlerweile ist es aber leider an der Tagesordnung. Für den Bürger, der täglich Nachrichten darüber hört, wird dies zu einer Normalität. Die Schieflagen werden mit immer weiteren Maßnahmenpaketen der Landesregierung am Ende auf dem Rücken der Landespolizei ausgetragen. Hohe Arbeitsbelastung, Zusatzdienste, gestrichene freie Wochenenden und am Ende eine viel zu niedrige Entlohnung. Nun gut, Geld für Klimarettung und illegale Migranten ist natürlich wichtiger als eine angemessene Besoldung der Beamten. Dafür ist aber die Reihe an Maßnahmenpaketen lang, seien es die Einsätze im Frankfurter Bahnhofsgebiet, seien es die präventiven Streifen im Bereich Wohnungseinbruch in den Flächenpräsidien, seien es die Einsatzbereiche sicheres Gießen, sicheres Marburg. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Nicht zu vergessen die in manchen Städten eingeführten Waffenverbotszonen. Aktuell wird Darmstadt geprüft. Und nun reiht sich als vermeintlich neuester Heilsbringer die Innenstadtoffensive in die Liste ein, die den Bürgern mit einem stark klingenden Namen suggerieren soll, dass gegen gravierende Gewalt und Drogenkriminalität vorgegangen wird. Meine Damen und Herren, wer wie ich aus der Landespolizei kommt, der hört sich die Innenstadtoffensive an und denkt am Ende, schon wieder ein Politikerkonzept, das nicht bei den Ursachen ansetzt, sondern nur Augenwischerei betreibt durch das Generieren von tollen Zahlen für die Statistik. Meine Damen und Herren, Fakt ist nun einmal, dass sich das Polizeiliche gegenüber in den letzten 20 Jahren insbesondere noch einmal merklich nach 2015 verändert hat. Und das ist keine Einzelmeinung. Dabei fiel die Massenmigration ab 2015 in eine Zeit, die bereits geprägt war von immer weiter sinkendem Respekt gegenüber dem Staat und seinen Institutionen, teils von Kindesbeinen an. Wen wundert's? Ein Staat, der außer Vielfalt keine Werte mehr vermittelt, wirkt im Endeffekt negativ auf den Sozialisierungsprozess ein. Mit der Etablierung einer von den Altparteien gebetsmühlenartig propagierten bunten Gesellschaft wurde ein verbindlicher Wertekanon abgeschafft oder deutlich gesagt, die Gesellschaft wurde und wird weiterhin vorsätzlich gespalten. Und gerade die andauernde Massenmigration aus Ländern, die ganz andere Werte besitzen als wir hier in Deutschland, verschärfen die Situation um ein Vielfaches. Sie, meine Damen und Herren, brauchen sich da auch gar nicht aufzuregen, denn der überwiegende Teil der hier Sitzenden stand nie als Polizist diesen Leuten gegenüber. Ich blicke diesbezüglich auf jahrelange Erfahrung zurück. Und meine Erfahrung untermale ich auch gerne mit Zahlen. Schauen wir uns dazu einmal die Delikte an, die uns allen am meisten erschüttern, nicht zuletzt, weil diese das Sicherheitsgefühl der Bürger massiv beeinträchtigen. Messerangriffe. Von 2014 auf 2022 eine Steigerung um 12% auf über 2.100 Fälle bei 52% nichtdeutschen Tätern. Rechnet man Doppelstaatler hinzu, erhöht sich die Zahl sogar auf mehr als 60%. Drogenkriminalität von 2014 auf 2022 eine Steigerung um 30% auf jetzt fast 3.000 Fälle bei 39% nichtdeutscher Täter. Und gerade im Drogenbereich kann man konstatieren, je härter die Droge, umso höher ist der Anteil nichtdeutscher Täter. Der Straßendrogenhandel im Frankfurter Bahnhofsgebiet ist fest in der Hand von ausländischen Tätern aus den Maghreb-Staaten, aus Afrika, aus Jamaika.
Die Grünen monieren an diesen Stellen immer gerne Racial Profiling bei der Polizei. Das ist blanker Unsinn und zeigt nur eines. Sie, meine Damen und Herren, von den Grünen haben doch überhaupt keine Ahnung, was auf den Straßen von Hessen los ist. Man kann dies natürlich leugnen, wie Sie es gerne tun, aber wer die Wahrheit leugnet, macht sich mitschuldig am Elend der Drogenkonsumenten. Und mittlerweile ist das Frankfurter Bahnhofsviertel ja auch schon zur No-Go-Area geworden. Die Bild-Zeitung berichtet in diesem Kontext vor Kurzem über amerikanische Unternehmen, die ihre Mitarbeiter vor der Durchquerung warnten. So weit ist es also schon gekommen. Aber eines muss klar sein, wir reden bei all den Zahlen lediglich von den Fällen, die polizeilich verfolgt wurden. Organisierte Drogenkriminalität ist und bleibt ein Bereich, der nur dann aufgehellt werden kann, wenn die Polizei einen entsprechenden Kontrolldruck betreibt. Meine Damen und Herren, insbesondere von der CDU, Sie tragen hier eine ganz besondere Verantwortung. Die ständigen Kontrollen von Drogenabhängigen im Bahnhofsgebiet ändern nichts, aber auch gar nichts an der Problematik. Die Dealer, um die es im Wesentlichen geht, kriegen die normalen Polizeibeamten vor Ort nur selten zu fassen. Dies zeigt, die Symptome in Form der Drogenabhängigen werden für die Statistik bekämpft, die Ursachen in Form der Dealer fallen hinten herunter. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das, was auf der Straße und vor allem im Verborgenen tatsächlich passiert, bildet keine Ihrer Statistiken ab. Möglicherweise soll sie dies auch gar nicht, denn dies würde Ihr politisches Scheitern auf ganzer Linie schwarz auf weiß dokumentieren. Daher fordern wir Sie, Herr Innenminister, auf, gehen Sie endlich die Ursachen an, statt mit markigen Worten, fragwürdigen Maßnahmenkatalogen und einer reinen Symptombekämpfung lediglich die Statistiken zu schönen. Eine reale Ursache der steigenden Kriminalität ist und bleibt die unkontrollierte Massenmigration. Auch wenn es endliche Menschen hier gibt, die sich anpassen und gegebenenfalls manche Werte teilen, so gibt es doch mehr als genügend Kriminelle, die einwandern und, was noch schlimmer ist, häufig genug wandert ein rückständiges und abwertendes Frauenbild mit zu. Männer, die Frauen als Menschen zweiter Klasse betrachten, auch bereit sind, Gewalt gegen Frauen auszuüben, ohne auch nur ein Quäntchen Schuldbewusstsein zu haben. An der Stelle muss ich tatsächlich fragen, wo, meine Damen der CDU, der SPD, der Grünen, erheben Sie denn in diesem Fall eigentlich lautstark Ihre Stimme, um unsere westliche Lebensweise zu verteidigen? Im Koalitionsvertrag steht das Frauensicherheitspaket. Der Staatsminister hat es eben auch angesprochen. Bei genauem Hinschauen reduziert sich das Paket aber zu einem kleinen Päckchen. Denn es geht Ihnen lediglich um die häusliche Gewalt und die problematische Auslastung der Frauenhäuser. Häusliche Gewalt ist in jeder gesellschaftlichen Schicht ein Thema. Aber ein rückständiges Frauenbild und patriarchale Strukturen, die kulturell hier in Massen einwandern, verschärfen die Problematik und lassen die Fallzahlen in die Höhe schnellen. Erst vergangene Woche mussten Sie, Herr Staatsminister Posek, einen neuen Höchststand bei der häuslichen Gewalt vermelden. Es wird, wie so viele schreckliche Nachrichten, zu einer neuen Normalität. Und ich sage ganz klar, wir von der AfD lehnen diese neue Normalität entschieden ab. Meine Damen und Herren, von 2015 bis 2019 sind die Vergewaltigungen in Hessen um 50% gestiegen. Und dann gibt es noch diese neue, ebenfalls zugewanderte Straftat der Gruppenvergewaltigung. Seit 2018 im Durchschnitt 46 Gruppenvergewaltigungen pro Jahr, was eine kleine Anfrage unserer Landtagsfraktion vom letzten Jahr belegt. Auch hier eine nicht-deutsche Täterbeteiligung von teilweise über 60%. Bei dem kontinuierlichen Anstieg der Zahlen im Kontext sexueller Gewalt gegen Frauen wird das Frauensicherheitskonzept, wie Sie es formuliert haben, nicht helfen. Die Straßen werden damit nicht sicherer und die Übergriffe werden nicht verhindert. Letztlich degradiert die Landesregierung die Polizei mit einer verfehlten Sicherheitspolitik zu einem Prügelknaben. Tatsächlich werden es immer mehr Einsatzbereiche, die bewältigt werden müssen. Die Landesregierung sprach schon unter Innenminister Beuth und auch heutzutage wieder vollmundig von ca. 16.000 Polizeibeamten, die für die Sicherheit auf den hessischen Straßen sorgen. Tatsache ist, dass nicht 16.000 Beamte auf Streife sind, sondern immer mehr davon mit überbordenden Verwaltungstätigkeiten beschäftigt werden und mit der Erschaffung neuer Konzepte. Es ist unzweifelhaft, dass das Personal nicht unendlich vorhanden, auch nicht unendlich einsetzbar ist. Immer neue Lageentwicklungen führen zu immer mehr Einsatzgebieten, Stichwort Versammlungen in Bezug auf den Nahostkonflikt.
Es sind daher die Polizisten aus dem Streifendienst, aus den Ermittlungsgruppen und der Bereitschaftspolizei, die die Auswirkungen ihrer Politik auf der Straße zu kompensieren haben. Dabei ist die hessische Polizei die am bundesweit schlechtesten bezahlte. Erschwerniszulagen werden versteuert. Eine Erhöhung der steuerfreien Bezüge gönnt man sich eher hier im Landtag als den Polizeibeamten auf der Straße. Die täglich mit den unmittelbaren Auswüchsen ihrer Politik konfrontiert werden. Herr Staatsminister, Ihre Zuversicht in Bezug auf die Tarifverhandlungen ist ja ganz nett. Am Ende zählt aber nur eine angemessene Entlohnung der Polizisten, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Letztes Jahr stand die Zahl von 3,5 Millionen Überstunden bei der Polizei im Raum. Diese hohe Anzahl ist auch nicht verwunderlich. Ich sagte es ja soeben, immer neue Einsatzbereiche, immer mehr Lagen, die ins Aufgabenfeld rücken. Und wie steuern Sie den Überstunden entgegen? Sie zahlen diese aus. Schön und gut, aber im Endeffekt ist dies auch nicht mehr als eine Verschönerung Ihrer Statistik. Hinzu kommt, überall ist von hohem Krankenstand die Rede. Das ist eine logische Konsequenz und erstes Anzeichen einer völlig überlasteten Polizei. Wenn dann noch brisante Einsatzlagen hinzukommen, zum Beispiel Ausschreitungen bei Demonstrationen oder Veranstaltungen, wie beispielsweise im Kontext des Eritrea-Festivals in Gießen, welche verletzte Beamte nach sich ziehen, muss dies mit zusätzlichem Dienst anderer Beamter kompensiert werden. Ich wiederhole es gerne, das polizeiliche Gegenüber hat sich verändert. Es hat sich sogar so verändert, dass die Polizei neben ihrer normalen Dienstwaffe mit dem Maschinengewehr G38 ausgerüstet werden musste, aufgrund gestiegener Terror- und Amokgefahr. Zudem wird aktuell der Taser ausgeflecht. Wenn sich die Landesregierung dann mit der Digitalisierung im polizeilichen Bereich in Form von Smartphones und Tablets selbst lobt, merkt man doch, wie sie in ihrer eigenen Blase lebt. Keine Frage, diese Hilfsmittel erleichtern die Arbeit, aber meine Damen und Herren, wir reden doch nicht nur von der Polizei in den Städten. Gerade auf dem Land gibt es im Jahr 2024 noch mehr als genügend weiße Flecken, wo kein Netz vorhanden ist. Was nützt also dem Polizisten dort ein Smartphone, ein Tablet zur mobilen Unfallaufnahme oder zur OVI-Erfassung oder gar der Digitalfunk, wenn er aufgrund der nicht vorhandenen Netzabdeckung überhaupt keinen Empfang hat? Richtig, rein gar nichts. Aber wenn die Landesregierung den zweiten Schritt mit der Ausstattung vor dem ersten Schritt einer vollständigen Netzabdeckung macht, dann kommt am Ende halt nur Murks raus. Meine Damen und Herren, selbstverständlich darf in der Auflistung der Regierungskampagnen der Kampf gegen rechts nicht fehlen. Herr Staatsminister, mich würden die diesbezüglichen Einsatzlagen interessieren, die die hessische Polizei tagtäglich beschäftigen. Ich suche sie vergebens. Es sei denn, Sie ordnen den islamischen Antisemitismus unter rechte Kriminalität ein. Dann wird ein Schuh draus. Zwar prangern Sie den massiven Anstieg von antisemitischen Straftaten an, aber Herr Staatsminister, reden Sie doch endlich einmal Klartext. Nennen Sie einmal Ross und Reiter. Der Anstieg dieser Taten ist einzig und allein auf den importierten Antisemitismus aus arabischen und islamischen Ländern zurückzuführen. Stattdessen wird die Gefahr von links nahezu heruntergespielt oder gar ignoriert. Bei diesem Thema merkt man ganz deutlich den Wandel der CDU hin zu den Grünen und jetzt zur SPD, und wenn der Staatsminister es jetzt einmal angesprochen hat. Denn was er weiterhin verschweigt, ist, Aufrufe zur Gewalt gegen Mandatsträger und Mitglieder der AfD können seit letzten August, er hat es jetzt eben dann doch gemacht, gestern war es noch nicht klar, weiterhin online abgerufen werden. Neue Doxing-Aktionen sind möglich, ohne dass den Betreibern der Webseiten das Handwerk gelegt wird oder vielleicht gelegt werden soll. Wir bleiben dabei, die Anschläge auf Häuser, Pkw und Eigentum von AfD-Vertretern werden dazu auch noch in der Presse gerne klein gehalten und bis hin zum Verschweigen. Von den Politikern der anderen Parteien hört man dazu nichts, und die Opfer solcher Einschüchterungsmaßnahmen von links werden alleine gelassen. Aber wehe, es handelt sich um Opfer aus ihren Reihen. Dann stehen sie geschlossen zusammen, die Presse ist voll davon, am Ende fehlen eigentlich nur noch die Lichterketten. Ja, meine Damen und Herren, ohne Sarkasmus ist das Thema langsam nicht mehr zu ertragen. Auf der Indymedia-Seite der Antifa findet man mittlerweile Sozialisierungsbekundungen zu RAF-Terroristen, und es werden sogar Demos dazu angemeldet. Aber Sie leben weiter in Ihrer Blase der Gefahr von rechts, mit Verlaub. Das können wir von der AfD echt nicht mehr ernst nehmen. Herr
Staatsminister, es ist zwar durchaus lobenswert, dass Sie die Anschläge auf die Repräsentanten der AfD verurteilen, aber das verkommt doch zum reinen Lippenbekenntnis, wenn Sie wohlgemerkt in einer Erklärung zur inneren Sicherheit die AfD als demokratisch-bürgerliche Kraft in diesem Hause einer grundfalschen und hochgefährlichen Politik bezichtigen. Und nicht ohne gewissen Zynismus gesagt, so grundfalsch kann unsere Politik nicht sein. Denn schließlich hat die CDU im Wahlkampf eine ganze Reihe unserer Forderungen übernommen. Und hochgefährlich scheint unsere Politik nur für die Wahlergebnisse ihrer geliebten roten und grünen Koalitionspartner zu sein. Gar so hochgefährlich, dass die CDU in Bremen jetzt bereits die Brandmauer zur Linken, also zur SED-Nachfolgepartei, eingerissen hat. Am Ende geht alles immer so weiter wie gehabt, und die innere Sicherheit bröckelt und bröckelt, nicht zuletzt, weil die Polizei an die Grenze der Belastbarkeit geführt wird und die Ursachen für den Verlust der inneren Sicherheit nicht genannt werden. Und dann stellt sich der Ministerpräsident vor Kurzem in seiner Regierungserklärung vor die Polizei und sprach hier einen Vertrauensvorschuss aus. Er betonte, dass niemand unter Generalverdacht gestellt würde. Dabei zeichnet gerade die Politik des Ministerpräsidenten in den letzten Jahren ein völlig anderes Bild. Denn die Landesregierung hat durchaus in den letzten Jahren das Vertrauen der Belegschaft verspielt. Man löste pressewirksam und binnen weniger Stunden das Frankfurter SEK auf, schadete dem Ansehen dieser Elitetruppe massiv, zerstörte Existenzen und Familien, organisierte die Landespolizei um. Dass sich die Vorwürfe am Ende als haltlos herausgestellt, strafrechtlich relevante Inhalte sich in Luft aufgelöst haben, erfolgte, wenn überhaupt, nur mit einer Randnotiz in der Presse. Eine öffentliche Entschuldigung als das Mindeste gab es nicht. Polizeibeamte werden des Racial Profilings bezichtigt und diskreditiert. An anderen Stellen schenkte man irgendwelchen YouTube-Amateurvideos mehr Glauben als den vor Ort eingesetzten Beamten und entfernte sie im vorauseilenden Gehorsam aus dem Dienst. Noch einmal in aller Deutlichkeit, Polizeibeamte erleben die kriminellen Auswüchse der illegalen und unkontrollierten Massenmigration tagtäglich und vor allem in erster Reihe. Aber ihnen fällt nichts Besseres ein, als die Beamten mit fadenscheinigen Argumenten zu sanktionieren und deren getroffene Maßnahmen eins ums andere Mal in Frage zu stellen. Dafür sollten sie sich schämen. Man kann sich daher nur noch die Augen reiben, wenn Sie, Herr Staatsminister, sich letzte Woche vor die Presse stellen, anhand einer polizeilichen Kriminalstatistik, deren Zahlen im Übrigen alarmierend sind, von einem sicheren Hessen reden. Und was dem Fass ja wirklich den Boden ausschlägt, ist Ihre Aussage an anderer Stelle, dass die Landespolizei quasi noch lange nicht am Limit sei. Das verwundert am Ende aber kaum noch einen, wenn man als Minister seine Informationen nur von angepassten Politikern in Uniform erhält. Es bleibt mir nur festzustellen, dass die CDU im Wahlkampf viele Positionen der AfD vollmundig übernommen hat, aber bereits auf der Ministerpräsidentenkonferenz letzte Woche ist ein Teil der Fassade an Vorhaben gebröckelt, vor allem durch den Einfluss der SPD. Wir dürfen gespannt sein, was der Koalitionspartner noch so alles zum Scheitern bringt und was dann am Ende von all den Versprechen überhaupt noch umgesetzt wird. Vielen Dank. Jetzt komme ich noch kurz zu dem dringlichen Entschließungsantrag der CDU und der SPD, also sprich der Regierungskoalition. Das Einzige, was wir hiervon unterschreiben können, ist sicherlich oben in der Überschrift: Sicherheit ist menschliches Grundbedürfnis. Die übrigen Dinge sind genau das, was ich eben moniert habe. Ein sicheres Bundesland unter erstens können wir nicht unterschreiben. Zweitens, da geht es um gezielte Maßnahmen gegen diese Entwicklung. Ich denke, wir sollten von der Symptompolitik weg und zur Ursachenpolitik übergehen. Daher stimmen wir dem ebenfalls nicht zu. Dann der Dank an die Polizei. Wir sind jeden Tag der hessischen Polizei dankbar. Da brauchen wir dieses Papier nicht. Und unter viertens finde ich es höchst bedenklich, dass gerade mit Blick auf die BAO Hessen Air seit 3 Wochen auf einem Beispiel in Wetzlar abgestellt wird. Ich frage mich, was da noch für Beispiele wären, die Sie anführen könnten. Anscheinend nicht viele. Nein, das haben Sie nicht gebracht. In diesem Sinne werden wir diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank.
Bevor ich der Abgeordneten Gnadl das Wort gebe, möchte ich noch den ehemaligen Abgeordneten Herrmann in dieser Runde begrüßen und darf jetzt Frau Abgeordnete Gnadl das Wort geben für 20 Minuten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dieser Rede hat es wirklich nicht an Hetze gefehlt. Und eins kann man definitiv feststellen, die Spaltung der Gesellschaft, das hat diese Rede gezeigt, die betreiben Sie. Und gerne komme ich auch zu den Fakten, um noch einmal auf das einzugehen, was Sie eben hier gesagt haben. Die jüngste Kriminalitätsstatistik, die zeigt doch, ja, wie inhaltsleer und faktenbefreit diese Stereotype sind, die Sie hier heute in Ihrer Rede bedient haben. Und wenn man sich das anschaut in der PKS, dann wird deutlich, dass die Gesamtzahl der Straftaten von Geflüchteten angestiegen ist, aber dass fast 60%, und das hat auch der Innenminister vorgetragen, der Straftaten, die begangen wurden, überhaupt nicht von anderen Menschen begangen werden können, weil sie sich eben aus dem Asylrecht ableiten. Und auch bei den übrig gebliebenen Straftaten dominieren eben gerade nicht, und das zeigen eben auch die Zahlen der PKS, etwa die Gewaltverbrechen das Bild, sondern Delikte wie Diebstähle, Beförderungserschleichung oder Betäubungsmittelverstöße. Das hat die Statistik gezeigt. Insofern so viel zum Thema Fakten. An die sollte man sich dann auch halten, wenn man sie anführt. Und dass trotz allem unsere Sicherheitsbehörde auch diese Straftaten im Blick hat, das zeigt eben auch die polizeiliche Kriminalitätsstatistik, in der diese Straftaten aufgeführt werden. Und deswegen ist das einfach nur Hass und Hetze, was Sie hier heute verbreitet haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich will das noch einmal ganz deutlich sagen, ja, Hessen ist ein sicheres Land. Das zeigt insbesondere auch die Aufklärungsquote von 63,2% aller Straftaten. Und das verdanken wir zuvorderst allen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, denen wir unseren Dank und unsere Anerkennung und unseren Respekt aussprechen. Und dieser Dank und diese Anerkennung, die stehen eben nicht nur auf dem Papier, sondern die drücken sich auch darin aus, dass Polizeibeamtinnen und Beamten gut ausgestattet werden hier in Hessen und dass wir sie im Blick haben, wenn es beispielsweise auch um die aktuellen Tarifverhandlungen geht. Aber die Kriminalitätsstatistik hat eben auch aufgezeigt, wo es Probleme gibt und wo es Handlungsfelder für die Sicherheitsbehörden hier in Hessen gibt und deutlich gemacht, dass die Fallzahlen insgesamt um 7,8% angestiegen sind. Das mag vergleichbar auch im bundesweiten Trend liegen und das zeigt vor allen Dingen auch, dass die zurückliegende Pandemie hierbei eine große Rolle spielt, in der insgesamt die Straftaten aufgrund der Kontaktbeschränkungen auch zurückgegangen sind und dass wir jetzt einen Anstieg dazu verzeichnen haben. Und diesen Effekt, den sehen wir beispielsweise auch im Bereich der Jugendkriminalität, der angestiegen ist. Und deswegen will ich das an dieser Stelle noch einmal betonen. Ist es so wichtig, dass wir auch verzahnt in dieser Landesregierung entsprechend vorgehen? Denn Prävention durch Schulen, durch Jugendarbeit ist wichtig
um auch jungen Menschen zu helfen. Es reicht eben nicht nur die Strafverfolgung, wir müssen auch in Prävention entsprechend investieren. Und das setzt nämlich dann am Ende auch an den Ursachen an. Mit den Häusern des Jugendrechts haben wir gleichzeitig auch Einrichtungen geschaffen, damit es eben schnell und altersgerecht auch auf die Straftaten junger Menschen reagiert werden kann. Und das ist etwas, die Häuser des Jugendrechts, was wir auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten schon lange verfolgt haben. Und wir sehen, dass das ein Erfolgsmodell hier in Hessen ist. Insgesamt muss man sich noch einmal genauer die einzelnen Deliktbereiche anschauen, in denen wir Zahlen vorgelegt bekommen haben, die uns durchaus auch aufhorchen lassen. Beispielsweise im Bereich der antisemitischen und der rechtsextremistischen Straftaten, aber auch im Bereich der häuslichen Gewalt und des sexuellen Kindesmissbrauchs. Die Zunahme insbesondere auch der antisemitischen Straftaten ist dabei extrem, nämlich um 224% gestiegen. Und das ist eine wirklich beschämende Zahl und das ist eine beschämende Wirklichkeit für allen Menschen jüdischen Glaubens, die hier in Hessen leben. Unzweifelhaft spielt bei dieser Steigerung auch die aktuelle Lage im Nahen Osten eine entscheidende Rolle. Aber die Straftaten mit dieser Motivation verbinden sich eben auch in Teilen mit Straftaten aus dem rechtsextremen Bereich und führen zu einer hohen Gesamtzahl. Wir finden es gut und wichtig, dass wir mit Hessen gegen Hetze eine Meldestelle haben, wo sich eben Betroffene, auch Betroffene antisemitischer Hassverbrechen wenden können, die ihnen hilft und die vor allen Dingen die Betroffenen unterstützt, auch bei ansonsten sehr langwierigen und schwierigen Verfahren. Das ist gut, dass wir diese Meldestelle in Hessen haben. Und natürlich müssen auch die Täter, wenn es sich um Propagandadelikte handelt, unverzüglich die rechtlichen Konsequenzen ihres Tuns zu spüren bekommen. Polizeilicher Schutz jüdischer Einrichtungen, Ermittlungen, Strafverfahren und staatliche Meldestellen sind das eine. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben auch als Gesellschaft eine Gesamtverantwortung, jeder und jede einzelne von uns. Und deswegen ist es absolut zutreffend, dass der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland Staatsräson ist, aber Staatsräson ist eben auch ein sehr technischer Begriff. Es geht am Ende darum, das jüdische Leben, den jüdischen Alltag und jüdische Einrichtungen in unserem Land, dass die angstfrei existieren können und dass sie eine Selbstverständlichkeit darstellen. Und deswegen sind wir alle, nicht nur die Sicherheitsbehörden, sondern auch alle, die gesamte Gesellschaft, gefordert an dieser Stelle. Deswegen setzen wir neben einer konsequenten Strafverfolgung eben auch auf Prävention und Aufklärung. Das müssen wir in dem Bereich auch der politischen Bildungsarbeit sowohl bei jungen Menschen als auch in der Erwachsenenbildung weiter verstärken. Ich bin in diesem Zusammenhang dankbar für die unschätzbare Arbeit auch vieler Bildungseinrichtungen, etwa wie der Bildungsstätte Anne Frank oder dem Demokratiezentrum in Hessen oder der Adam-von-Trotsch-Stiftung. Ihre Arbeit stärkt den sozialen Zusammenhalt und deswegen vielen Dank für diese Arbeit. Ich möchte einen weiteren Deliktbereich ansprechen und das ist einer, der unsere Demokratie insgesamt herausfordert, der Rechtsextremismus. Hier sehen wir eine Steigerung um mehr als 400 Straftaten. Und dieser Anstieg verwundert nicht, wenn man sich bewusst macht, in welchem Maße Vertreterinnen und Vertreter einer neuen Rechten online, auf der Straße
oder auch in den Parlamenten den öffentlichen Diskurs verrohen und vergiften. Die Straftäterinnen und Straftäter sind dann eben diejenigen, die sich von Hass und Hetze indoktrinieren lassen und zum Handeln berufen fühlen. Gerade in Hessen haben wir bitter erfahren müssen, mit dem Mord an Dr. Walter Lübcke und dem Anschlag in Hanau und auch den NSU-Morden, was es am Ende bedeuten kann. Deshalb ist es nötig, dass die Polizei etwa mit der BAO Hessen eher den Druck auf rechtsextreme Strukturen aufrechterhält und verstärkt, dass der Verfassungsschutz die politischen und gesellschaftlichen Vorfeldorganisationen des Rechtsextremismus aufmerksam im Blick hat und dass ein Untertauchen gesuchter rechter Straftäterinnen und Straftäter durch zügig und konsequent vollstreckte Haftbefehle verhindert wird. Gleichzeitig brauchen wir gegen die Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas neben der guten Polizeiarbeit eben auch Prävention und politische Bildungsarbeit. Hier sind alle Akteurinnen und Akteure und alle Institutionen gefragt. Und nur am Rande bemerkt, die Forderung nach Prävention, die darf man nicht nur nach schrecklichen Ereignissen für ein paar Tage im Munde führen, sondern demokratische Bildung muss immer langfristig und auch entsprechend eine ausfinanzierte Säule als unseres Gemeinwesens begriffen werden. Das ist eine Daueraufgabe. Und hoffnungsvoll, meine sehr verehrten Damen und Herren, da stimmen mich die vielen Demonstrantinnen und Demonstranten, die vielen Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Tagen auf die Straße gehen und für unsere Demokratie einstehen. Das macht Mut, gerade in dieser aufgehetzten Situation, in der wir uns befinden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine andere beunruhigende Entwicklung, die die Kriminalitätsstatistik aufgezeigt hat, ist der Bereich der häuslichen Gewalt. 12.000 Fälle, eine Steigerung um 4,6%. Dabei muss klar sein, dass sich hier es nur um die Spitze des Eisberges handelt. Wir haben eine sehr hohe Dunkelziffer in diesem Bereich, weil viele Betroffene eben keine Anzeige erstatten. Aber eins will ich an dieser Stelle auch noch mal sehr, sehr deutlich machen, weil das ist mir vorhin auch bitter aufgestoßen. Gewalt an Frauen, und das zeigen viele, viele Studien, ist vor allen Dingen im eigenen häuslichen Umfeld, dort, wo man sich eigentlich am sichersten fühlen musste. Und sie zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Einkommensschichten hindurch. Und es wäre falsch, da auch wieder mit billigen Stereotypen zu arbeiten, so wie Sie das eben von der AfD hier in Ihrer Rede gemacht haben. Und deswegen finde ich es auch reichlich unverschämt, hier das Frauensicherheitspaket, auf das sich diese schwarz-rote Landesregierung verständigt hat, auch noch ins Lächerliche zu ziehen. Ich finde es richtig und wichtig, dass wir das auch entsprechend voranstellen. Wir wollen, dass insbesondere diejenigen, die von häuslicher Gewalt besonders betroffen sind, was in den meisten Fällen Frauen sind, dass die besser geschützt werden. Das Gewaltschutzgesetz, das war ein juristischer Paradigmenwechsel und ein enormer Fortschritt. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es nicht wirkungslos bleibt, sondern dass es wirkungsvoll umgesetzt wird. Dazu zählt auch die elektronische Fußfessel in diesem Sicherheitspaket. Ebenso entscheidend ist natürlich auch, und das ist der andere Teil des Sicherheitspaketes, dass die Krisenberatung ausgebaut wird, dass die Beratungsstellen für Hilfesuchende ausgebaut wird und dass insbesondere eben auch die Schutzräume für Frauen in Frauenhäusern ausgebaut wird.
Das hat sich alles diese Koalition auf die Fahne geschrieben. Das alles werden wir vorantreiben. Insofern ist es gut, dass wir hier in dieser schwarz-roten Landesregierung diesen Schwerpunkt auf ein Frauensicherheitspaket legen. Ein Anstieg um dramatische 20%, weist die Kriminalitätsstatistik auch bei Missbrauchsdarstellungen von Kindern, vornehmlich im Internet, auf. Und wir hatten hierzu bereits eine Plenardebatte in dieser Legislaturperiode. Und ich will das noch einmal ganz deutlich sagen. Hinter jedem dieser 5.103 erfassten Fälle steht ein reales Kind und ein realer Missbrauch. Und deswegen ist es wichtig, dass hier auch der Fokus auch bei der Sicherheitsbehörde liegt, dass hier die Maßnahmen entsprechend die Ermittlungen gebündelt werden und dass wir entsprechend auch mit einer Bundesratsinitiative uns auf den Weg machen, entsprechend die Speicherung von IP-Adressen entsprechend hier auch zu verankern. Ich denke, wenn wir uns anschauen, diesen Deliktbereich, und sehen, dass wir vor allen Dingen bei dieser Steigerung der Fallzahlen, dass die dadurch zustande kommt, dass wir eben zu einem guten Teil wegen der gesetzlichen Meldeverpflichtungen in den USA die Daten bekommen, das zeigt, dass hier in diesem Bereich auch ein entsprechender Handlungsbedarf in Deutschland besteht. Und bei aller Vorsicht und aller Abwägung mit Blick auch auf das Recht auf die informationelle Selbstbestimmung ist es angebracht, auch letzten Endes hier unseren Polizeibehörden die Möglichkeit zu eröffnen, auch entsprechend vorzugehen. Und deswegen haben wir eben auch in unserem Sofortprogramm eine entsprechende Bundesratsinitiative verankert und werden sie auf den Weg bringen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, mir ist noch ein Bereich wichtig, den ich ansprechen möchte. Das ist der Bereich der Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Beamten. Und das ist eben auch eine erschreckende Zahl in der PKS. Wir haben einen Höchststand erreicht mit 5.056 entsprechenden Angriffen auf Einsatzkräfte. Und das ist ein Thema, das so gar nicht geht. Es ist völlig inakzeptabel, dass diejenigen, die uns schützen sollen, die in den Einsätzen auf die Straße gehen, dass die angegriffen werden. Und das ist eine Verrohung unseres gesellschaftlichen Klimas. Und das können und werden wir nicht akzeptieren. Polizeibeamtinnen und Beamten, aber auch Rettungssanitäter, Feuerwehrleute, ja sogar Schaffner, Busfahrer werden dann als Personifizierung des Staates gesehen, an denen sich Frust und Gewalt entlädt. Das ist ein Phänomen, das auch schon in Teilen auf Amts- und Mandatsträger zutrifft. Und es ist, wie ich es bereits gesagt habe, völlig inakzeptabel. Es ist durch nichts zu rechtfertigen, und wir müssen mit der vollen Härte des Gesetzes diese Straftaten verfolgen. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die Schutz und Hilfe leisten, am Ende angegriffen werden, wo sie diejenigen sind, die auch ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft, in unserem demokratischen Gemeinwesen herstellen. Und deswegen ist es so wichtig, und da will ich noch einmal an den Anfang meiner Rede zurückkommen, dass wir den Polizeibeamtinnen und Beamten unsere Wertschätzung, unseren Respekt zollen, dass wir aber auch die Anerkennung ausdrücken, indem wir als schwarz-rote Koalition sagen, wir wollen die Polizei Zulage auf 160 Euro erhöhen, um auch ein deutliches Zeichen, ein deutliches Signal an diejenigen zu senden, die tagtäglich im Einsatz für uns alle sind.
Und ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich ist auch die Polizei ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und der Innenminister ist darauf schon eingegangen, dass er die Polizei, die hessische Polizei, auch als eine lernende Organisation sieht. Und deswegen unterstützen wir es ausdrücklich, das Bestreben der Landesregierung, hier beispielsweise im Bereich auch der Handlungsempfehlungen des Untersuchungsausschusses Hanau, hier die Handlungsempfehlungen des Parlaments ernst zu nehmen, zu schauen, wo können wir unsere Polizeiarbeit verbessern, und dass wir das als schwarz-rote Koalition hier vorantreiben und auch die vom Parlament beschlossenen Handlungsempfehlungen umsetzen. Frau Abgeordnete Gnadl, Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, zum Schluss. Es ist wichtig für unsere Demokratie, dass wir unsere Polizei stärken, dass wir in einem sicheren Hessen leben. Und unsere Polizeibeamtinnen und Beamten hier in Hessen, die sind der Garant für ein friedliches und plurales Gemeinwesen. Unsere Unterstützung haben Sie. Vielen Dank.